Hey yo Leute, was geht? Euer PA2 Remix ist wieder mal am Start und heute mal mit ein bisschen Real Talk, Jungs. Also erstmal, ihr seht es schon im Titel und im Thumbnail, I Cry Max Beef. Was ist da los? Ihr habt ja alle, also meine Fractogon Army Member, haben natürlich alle mein Grand Theft Kiddies vor 6 Tagen ungefähr gesehen. Das habe ich hochgeladen und jetzt, ich weiß, Mr. Gamer Pros hat einen Call of Kiddies, aber ich bin nicht deswegen auf die Idee gekommen, aber darauf kommen wir später noch. Vor 3 Tagen habe ich das in sämtlichen COD und GTA Gruppen geteilt und vorgestern, also heute, vor 2 Tagen, heute ist der 8.4.2016 und heute vor 2 Tagen, das heißt am 6.4. hat iCrimex um ca. 21-22 Uhr, glaube ich, war das, ein Video hochgeladen. Habe ich zufällig mitbekommen durch meinen Kollegen Zocker, den ihr auch von meinen anderen Videos kennt. Und ja, er schreibt mir dann: Digi, schau mal an, was der hochgeladen hat. Und man sieht GTA 5 Kiddies. Okay, ich schaue es mir an. Und was sagt er am Anfang? Mir ist aufgefallen, dass viele Kinder in letzter Zeit GTA spielen, bla bla bla. Hey yo Leute, Crymax hier und mir ist irgendwie in letzter Zeit aufgefallen, dass wirklich extrem viele Kiddies GTA spielen. Und ich dachte mir, hey, es ist doch bestimmt ganz lustig, die mal zu verarschen. Und zum einen ist das Video todeslangweilig, wie ihr auch hier ein paar Kommentare, dies und das und jenes, ich blende euch hier mal ein paar ein. Und es ist einfach langweilig, er hat einfach keine Ideen mehr für sein Video gehabt. Man hat es einfach gemerkt. Schaut mal, Snapchat FAQ, okay, Snapchat FAQ kann man bringen. Was hat er noch gebracht? Da hat er auch vor kurzem, also ich verfolge seine Videos persönlich nicht. Ja, wie man halt sieht, er hat halt solche Sachen wie Wrestling, Battle Extrem, 6 Dinge, die alle Lehrer tun, bla 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 und so weiter und so fort, okay? Ich meine, es soll wirklich jeder machen, was über YouTube ist dazu da. Man macht einfach das, was einem Spaß macht. Aber wenn man dann sowas macht, ich meine, iCrimex hat mit GTA angefangen und hört mit irgendwelchen Snapchat-Stories und so weiter auf. Also jetzt, er macht zwar noch weiter, aber ihr wisst, was gemeint ist. Naja, er ist ein GTA-YouTuber, ein GTA-YouTuber, den ich anfangs auch sehr gefolgt bin. Anfangs. Er war auch einer meiner, ich sag mal, Vorbilder. Bis zu dem Zeitpunkt ab 90.000, 100.000, 110.000 Abonnenten. Ab da war mir iCrimex nicht mehr so sympathisch. Irgendwie, ich weiß nicht, ich habe ihn nicht mehr gemocht, weil vor, keine Ahnung, er bringt Omegle-Pranks. Also bis vor 6-7 Monaten, sage ich mal, habe ich ihn noch gemocht, so ungefähr. Aber jetzt sind so Omegle-Pranks gekommen und man merkt, es ist einfach nicht witzig. Und Omegle-Pranks, was weiß ich, also Real-Life-Pranks, ist sind gemeint. Wrestling-Battle, dies, das, 6 Dinge, bla bla. Auf einem GTA-Kanal, müsst ihr euch mal denken. Erstmal jetzt beiseite. Das war einfach das, was ich einfach nebenbei noch sagen wollte. Ich habe ihn auch auf Facebook angeschrieben. Erstmal auf die Grammatik und Rechtschreibung geachtet, außer 3 Fehler sind, glaube ich, drin. Also beim Tippfehler. Nicht gleich, ne, Digga, das ist kein Deutsch, du. Keine Ahnung, lern Deutsch und so weiter. Könnt ihr ruhig machen, juckt mich eh nicht. Auf jeden Fall, ich habe ihn geschrieben. Davor habe ich ihn auch geschrieben wegen der Freak Error. Ja, da habe ich mir gedacht, so, ja, ist eine gute Idee. Dieses Freak Error, mal schauen, was, um was es da eigentlich geht, ist das nur einzelne Videos. Ich habe ihn halt gefragt, ob man irgendwie, keine Ahnung, Stuntmontagen oder auch so, oder kleine Ausschnitte aus Stuntmontagen und halt so Clips, größere Clips, sage ich mal, so 1 Minute lang reingeben darf. Und er sagt halt so, ja, lieber nicht nur einzelne Clips. Darauf hat er geantwortet. Dann schicke ich ihm, ein Monat später oder so, wann war das, keine Ahnung, wann das erste Freak Error. Auf jeden Fall, jetzt, wo es dann rausgekommen ist, ist Grand Theft Kiddies. Oder das GTA 5 Kiddies, wie ihr wisst. Auf jeden Fall habe ich ihm das geschrieben. Hier seht ihr den Text. Wenn ihr wollt, drückt jetzt auf Pause, um euch den durchzulesen. Ich lese ihn jetzt garantiert nicht vor. Auf jeden Fall, er sagt nichts dazu. Er antwortet einfach nicht. Es könnte jetzt 2 Seiten haben. Entweder er antwortet nicht, weil ich recht habe, dass er das Format von mir hat. Oder er antwortet jetzt einfach aus, was weiß ich warum, weil er einfach keinen Bock hat, darauf zu antworten. Es geht auch nicht darum, dass er das Format von mir hat oder nicht. Oder keine Ahnung. Er sagt halt einfach, er behauptet halt, ja, das ist sein, also dass er darauf gekommen ist. Und ich möchte auch nicht nur das ansprechen, sondern auch allgemein über YouTuber. Schaut mal, es soll jetzt kein Eigenlob oder so sein, aber ich finde einfach, mein Kiddies-Video ist weit besser. Und witziger und besser geschnitten. Der Aufwand. Bestimmt habe ich 7-8 Stunden darauf gesessen. Das Video geht einfach 8 Minuten und ich habe halt dafür 7-8 Stunden gebraucht. Und bei ihm merkt man einfach, das ist einfach ganz schnell geschnitten. So 1-2 Stunden und fertig. Er hat einfach First Try die 2 Clips genommen und hochgeladen. Beim zweiten Kind versteht man nicht mal, was das Kind sagt. Er labert einfach irgendeinen Scheiß. Beim ersten Kind versucht er witzig zu sein. Es ist einfach nicht witzig. iCrimex ist nicht dafür geboren, sage ich mal, um Trolls zu machen. Er macht gute GTA-Videos. Ich habe sie jetzt in den letzten Monaten überhaupt nicht verfolgt. Da auch mal ganz kurz Props an Amix, okay?
Amix ist einer der YouTuber, meiner Meinung nach, der am realsten geblieben ist, der einer der heftigsten Communities hat, die es irgendwie in YouTube gibt, weil auch wenn er jetzt knappe 200.000 Abonnenten hat und iCrimex 250, hat Amix auf jeden Fall die heftigere Community und die stärkere Community an seiner Seite. Das ist einfach Fakt und das ist einfach real und das ist einfach so. Er ist einer der real gebliebenen YouTuber. Aber jetzt gehen wir mal jetzt wirklich über auf den anderen Teil, was ich noch dazu sagen wollte. Ich habe Grand Theft Kiddies hochgeladen und das war eigentlich meiner Meinung nach auch. Ich habe auch andere Leute gefragt, damit ich das jetzt auch hier sagen kann. Es war einfach cool, es war witzig, es war unterhaltsam. Man hat durchgeschaut und man hat sich gedacht, oh mein Gott, schon zu Ende. Wenn ihr wollt, ich packe euch den Link in die Beschreibung, schaut euch an. Wenn nicht, dann scheißt einfach drauf und gebt ein Dislike auf das Video. Mir ist es egal, juckt nicht, wenn ihr euch ein eigenes Bild machen wollt. Und jetzt wollte ich ansprechen, dass solche Videos wie zum Beispiel iCrimex so hochlädt, weil er halt eine größere Reichweite hat, viel mehr Aufmerksamkeit bekommt als so von kleineren YouTuber. Obwohl ich jetzt in was weiß ich, wie viele großen Facebook-Gruppen das reingepostet habe. Das muss ja jetzt nicht jeder draufklicken, das verlange ich gar nicht. Aber man merkt halt, dass nicht so Videos mit weniger Mühe bekommen mehr Aufmerksamkeit als Videos mit sehr viel Mühe. Und das ist halt einer der Dinge, warum auch die kleinen YouTuber unter diesen großen YouTubern leiden, weil einfach den kleinen YouTubern keine Chance gegeben wird. Es wird denen einfach keine Chance gegeben. Mir hat mal ein Kommentar, ist mir sehr zu Herzen gegangen, und zwar ein Kommentar, in dem stand, du machst gute Videos, aber ich werde dich nicht abonnieren, weil du machst nichts, was andere YouTuber nicht machen. Also es gibt schon sowas auf YouTube. Und es kommen auch jetzt demnächst neue Formate. Ich habe Ideen, mein Kopf platzt vor Formatideen, die noch nie auf YouTube gab, was Gaming angeht, also im Bereich Gaming natürlich, nämlich iCrimex und was weiß ich, tue jetzt ein Real-Life-Video hochladen, dass ich mehr Klicks bekomme. Und deswegen habe ich mir dann halt überlegt, okay, was kann man machen, GTA? Mir ist nichts eingefallen, Dann ist mir eingefallen, Grand Theft Kitty. Es hat doch nie jemand, also ich rede jetzt von der deutschen YouTuber-Szene. Es hat doch nie jemand, noch nie in GTA, also auf YouTube, kleine Kinder in GTA getrollt. Wir reden von Trollen, nicht das, was iCrimex gemacht hat und irgendwie I wanna kill you, bla bla. Es ist einfach nicht witzig, es ist einfach nur wack. Es ist einfach nur Schrott. Deswegen finde ich das etwas schade, dass kleine YouTuber sehr, sehr dran leiden an den größeren YouTuber und denen einfach null Chance gegeben wird. Dieser eine Kommentar ist mir einfach sehr zu Herzen gegangen. Da habe ich mir gedacht, okay, Grand Theft Kiddies, ultimative Idee. Habe ich gesucht, Grand Theft Kiddies. Gibt es irgendwas ähnliches wie Grand Theft Kiddies? Und da habe ich mich erinnert, Mr. Gamer Post hat einen Call of Kiddies. Okay, ihr könnt jetzt alles natürlich sagen, natürlich, das ist euer Recht, das ist eure Meinung. Ihr könnt alle sagen, ja, du hast es sowieso von Mr. Gamer Post, deswegen hat er jetzt das, ich sage jetzt mal Patent. Aber es geht auch nicht darum, um Patent oder nicht. Er hat einfach nur das behauptet, dass es von ihm ist und so weiter. Und er antwortet halt nicht. Und ich wollte einfach mal alles ansprechen, Real Talk mäßig. Deswegen mache ich jetzt das Video hier. Deswegen finde ich es etwas schade, dass halt kleine YouTuber einfach nicht die Chance bekommen. Und irgendwann, ihr müsst halt denken, lasst es euch mal durch den Kopf gehen. Irgendwann, ApoRed, KSV, Krappi, ApeCrime, YTT, okay, YTT ist schon Geschichte. Was weiß ich, Gronkh, Sarraza, alle Let's Player, Masse, Scorpion und so weiter und so fort. Wird es bald halt auch nicht mehr geben, ihr müsst halt denken. Dann kommt die nächste, ich sag mal jetzt mal YouTube-Generation, YouTube-Generation. Dann gibt es nicht mehr die machen auch irgendwann Schluss, weil man kann nicht ewig YouTube machen. Das ist einfach, YouTube ist einfach ein auf Zeit, sag jetzt mal ein Hobby, das man eventuell zum Beruf machen kann. Und man sollte auch nie jetzt an alle, die jetzt denken, so ja, okay, fang mit YouTube an, weil jetzt die nächste Generation. Deswegen, man sollte YouTube wirklich nicht mit der Absicht machen, Geld zu verdienen. Ich hatte mal einen anderen Kumpel, das ist aber schon etwas länger her jetzt. Er hat auch gesagt, ja, ich kann auch mit YouTube anfangen, weil ich habe halt mit YouTube angefangen. Und er hat gesagt, man kann damit voll Geld verdienen und so weiter. Und er hat direkt, er hat keine Motivation, er hat keine guten Videos gebracht, gar nichts. Und er hat dann aufgehört, weil er halt Aussicht auf Geld hatte. Deswegen, man sollte es wirklich als Hobby machen und man sollte jetzt auch nicht, sag ich mal, Schule vernachlässigen und so weiter. Man sollte, alles geht vor YouTube, alles. Außer es ist, man arbeitet als YouTuber, also man verdient damit sein Geld und sein Lebensunterhalt. Und das Ding ist halt, kleine YouTuber leiden einfach darunter, unter größeren, und die werden halt keine Achtung geschenkt. Und auf jeden Fall, so kann man sich eine Chance geben, aber iCrimex hat einfach meine Idee genommen und es hat seine ausgegeben. Ich meine, er war doch selber mal ein kleinerer, ein YouTuber, der, ich sag mal, nichts hatte. Dann kam GTA 5 und sein Kanal wurde gepusht, wie sonst noch war. Aber das fand ich, also das sind einer der Dinge, das ist einfach so. GTA 5 pusht halt, also Anfang Amix, iCrimex. Das ist halt, die bestehen aus GTA. Aber das ist ja nicht das Schlimme. Ich meine, das soll jetzt nicht schlimm klingen oder so. Das ist eigentlich, daran ist jetzt nicht schlimm. Aber ich meine, er war selber jung. Er war selber ein kleiner YouTuber mit wenig Abonnenten und hat sich, sag ich mal, aus Spaß irgendwelche Videos gemacht und irgendwann hat er den Ehrgeiz und wollte immer mehr geben, wollte größer werden, größer und irgendwann kann er sein Taschengeld damit verdienen. So. Also, und dass er dann halt sowas macht und er muss mich ja nicht verlinken und sagen so, ja, der und der, aber er muss doch mindestens sagen, so, ja, das ist von jemand anders, habe ich das genommen, weil ich das Format gut finde oder
die Idee gut finde, und so weiter und so fort. Er hätte mindestens sagen können, ja, es ist von einem YouTuber, einem jüngeren, kleineren YouTuber namens Prexagon und eventuell verlinkt. Das machen alle YouTuber. Alle. Ich kenne keinen YouTuber, der sagt so, ja, ich habe das Format von ApoRed beispielsweise. Die sagen immer so, ja, ich habe das Format von ApoRed. Ich verlinke euch mal in der Beschreibung, wenn ihr mal bei ihm vorbeischauen könnt und so weiter und so fort. Und viel Spaß mit dem Video, bla bla bla. Aber er geht einfach für sein eigenes aus, weil er denkt so, ja, okay, das ist ein kleiner YouTuber. Es juckt doch eh keinen. Er hat 300 Abonnenten, scheiß auf den. Es fällt keinem auf. Aber es sind einige aufgefallen. Zum Beispiel einer von der Prexagon Army. Sehr gutes Video und so weiter und so fort. Also hat, damit halt netter wirkt, hat er halt geschrieben, sehr gutes Video, denke ich mal. Aber das Video hat schon einen YouTuber, einen kleinerer YouTuber namens Prexagon hochgeladen. Wäre eigentlich mindestens, dass du ihn erwähnen würdest. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich will einfach damit nur sagen, das ist einfach ein wichtiger, ich sag jetzt mal Snitch-Move, war so ein wichtiger 31er Move. Hier mal Grüße an iCrimex, wenn du das siehst. Du kannst auch deine ganze, ich sag jetzt mal, iCrimex Army auf mich hetzen, von mir aus. Und sagen so, ja, dislike dein Video, fick den in den Arsch und so weiter und so fort. Aber das wäre ja so wieder so ein weiterer Move. Aber ich meine, egal. Ich wollte einfach nur Real Talk mal mit euch reden. Und es ist einfach so, dass die YouTube-Szene einfach nur noch aus sowas besteht. Somit, Leute, Dankeschön, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Mein Facebook, Twitter und Instagram-Link sind in der Beschreibung. Von mir aus, ihr könnt mir folgen, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann scheißt einfach drauf. Vergewaltigt den Like-Button, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ihr mehr von so Real Talk sehen wollt. Vergewaltigt den Dislike-Button, wenn ihr Hater seid. Und einfach der Meinung seid, ja, er hat geklaut von Mr. Gamer Pro. Disliked einfach, juckt mich nicht. Könnt ihr ruhig machen. Kommentiert alle ruhig. Gebt eure Meinung. Ich will jede einzelne Meinung hören, aber wirklich jede einzelne Meinung, weil mich interessiert es sehr, egal wie die Meinung ist. Ich muss auch nicht auf jedes Kommentar antworten. Ich akzeptiere jeden Kommentar und werde jeden Kommentar lassen. Ich werde keinen löschen, auf jeden Fall nicht. Bin ich so einer. Ich lasse es einfach und fertig. Wenn es so ist, dann ist es so. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr über die ganze YouTube ist, was ihr über iCrimex jetzt so denkt, über diesen, sag jetzt mal, Bitch-Move, was ihr allgemein unter kleinen und großen YouTuber denkt und so weiter. Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Haut rein und ciao.